Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Bettina Häberlin, angenehmen Freitag. Vorarlberg trauert um Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rein. Er ist in der Nacht völlig unerwartet an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Der Tod von Manfred Rein ist für uns alle ein großer Verlust. Wir verlieren einen hervorragenden Präsidenten und sehr guten Freund, schreibt Wirtschaftskammerdirektor Helmut Steurer in einer Aussendung. Rein war Landesrat und seit 2008 Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Er wurde 67 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. An die 10.000 Wohnungen stehen in Vorarlberg leer. Um dem entgegenzuwirken und Wohnen leistbar zu machen, läuft in Dornbirn seit Mitte Dezember das Projekt Sicheres Vermieten. Markus Hagen von der Vorarlberger Eigentümervereinigung zum bisherigen Erfolg. Für die erste Zeit dieses Projekts ist das bereits sehr gut angelaufen. Wir hatten schon 50 Beratungsgespräche. Zum anderen sind bereits erste konkrete Vermietungen umgesetzt. Vermieter erhalten garantierte Einnahmen ohne Verwaltungsaufwand. Endspurt in der Bundespräsidentschaftswahl. Knapp 270.000 Vorarlberger sind am Sonntag wahlberechtigt. Die ersten Wahllokale öffnen um 7 Uhr, die letzten schließen um 13 Uhr. Die erste Hochrechnung wird gegen 17 Uhr erwartet. Und ein brennender Kochtopf hat heute Vormittag für einen Feuerwehreinsatz in Bregenz Vorkloster gesorgt. Der Topf dürfte überhitzt sein und schließlich Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das war's von Vorarlberg in 100 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.